Also das Psychologische Institut hieß schon immer Psychologisches Institut PI seit seiner Gründung. Ich glaube sogar vorher schon an der Humboldt-Uni hieß es so. Die FU, habe ich gerade gesagt, ist ja dann gegründet worden auf studentische Initiative mit Unterstützung auch der Amerikaner. Das Institut, als ich hier anfing, 1962 zu studieren, wurde immer noch gesagt, ja, in der Gelfertstraße war alles anders und schöner und so, und hier war es aber eigentlich dann auch ganz schön. Wir gucken vielleicht gerade mal so rum. Also das war, wie gesagt, der Hörsaal. Hier nebenan war der Seminarraum. Da dürfen wir nachher auch kurz reingucken. Jetzt ist hier alles mit Transpondern zu. Dann war eben hier das Foyer. Bis wann war das PI hier? Das war das PI hier, ja. Bis wann? Das war ja? Ach, bis wann? 78. Dann sind wir die Silber auch umgezogen. Genau, 78. Sind hast du es auch noch kennengelernt? Das war dann eben doch hier im Grunde so eine bauliche Einheit. Ja. Was heißt, dass die Leute dann doch immer weitestgehend zusammen waren, okay. Dass die Beteiligten, also auch die Studierenden, das noch quasi als ihre Uni und ihr Institut wahrnahmen, wo sie sich aufhielten. Ja. Wo sie wirklich in gewisser Weise zu Hause also waren. Man kam hier morgens und ging abends. Genau. Ja. Und das war natürlich dann für solche Auseinandersetzungen, wie sie gleich innerlich geschildert waren, durchaus förderlich. Ja. Dass man nicht zu einer spezifischen Veranstaltung extra anreiste, sondern einfach hier war. Und wenn dann eine Vollversammlung mehr oder weniger spontan einberufen wurde, dann waren die Leute sowieso da. Mussten sich nur 5 Meter bewegen. Ne? Und das ist ein Unterschied. Und das hörte dann auch in gewisser Weise auf, als wenn die Silberlaube kam, oder zumindest war dann wieder eine Zeit, bis diese Art von Selbstverständnis, wir sind ein Institut, wir gehören irgendwie zusammen, mit allen Differenzen, die man hat, das musste erst wieder entstehen. Nee, es gab, es gab nicht. Dieses also Zentrum nicht, ne? Irgendwo irgendwelche Ecken und so, und das Zentrum gab es nicht. Eben. Es gab nicht dieses Zentrum. Es bildete sich dann bei so Streikaktivitäten raus, ja. Dass auf einmal dann die Küche, ein Kopierraum war auf einmal sozusagen das Treffzentrum, aber es wurde dann im Grunde spontan oder im Lauf zu einer kleinen Bewegung gebildet, aber es war nicht da in dem Sinne. Wenn wir hier früher fertig sind, kann ich auch mit euch zusammen rüberlaufen und können wir da sozusagen nochmal in der Silberlaube den Fortgang angucken. Mhm. Na? Gut, dann setzen wir uns mal auf die Stühle. Das waren damals noch so Klappsitze. Hier konnte man bestimmt schön rauchen, ne? In den Zwischenräumen. Ja. Jeder, der eine Klausur schrieb, kriegte einen extra Raum. Und 3 Tage später, am Abend um 5, sammelte er die Klausuren ein. Es war natürlich jetzt nicht so, dass man da 3 Tage und 3 Nächte sitzen musste, sondern man konnte sich frei bewegen, in die Bibliothek gehen, Lehrveranstaltungen besuchen, arbeiten gehen, nachts natürlich nach Hause zum Schlafen, wer wollte. Einzige, was untersagt war, war, sich untereinander zu verständigen. Ansonsten konnte man alles machen. Auch ein Prinzip, dass man eben auch Bibliotheken benutzen kann, wenn man Aufgaben nicht von alleine lösen kann. Also eine ganz andere Denkweise als jetzt, wo die Klausur 2 Stunden dauert. Und ja, ich denke, der Anfang ist sicherlich 68 die Erschießung von Benno Ohnesorg gewesen, die ja insgesamt die Studenten politisiert hat. Und das PI war merkwürdigerweise, obwohl es ja Psychologen waren, immer der Vorreiter in allen Arten von politischen Aktivitäten. Das heißt, hier ging das eigentlich los, auch in diesem Saal. Ja, du musst aber das OSI mit erwähnen. OSI auch, genau. OSI, und die Untersuchungsinstitut und die Lateinamerikaner, die damals da am Breitenbachplatz hier raus hatten. Also es gab also große Unzufriedenheit unter den Studierenden mit der akademischen Psychologie. Praxisferne wurde ihr vorgeworfen, ohne Gesellschaftsbezug. Und große Unzufriedenheit auch mit den Studienbedingungen, keine Mitbestimmungsmöglichkeit. Die Professoren damals, also 68, waren Hörmann. Holzkamp hatte dann auch schon einen Ruf. Hausberufung gab es ja in Berlin eigentlich nicht. Oder gibt es? Na doch, manche kriegen die aber. Und Hörmann hatte sich aber für Holzkamp eingesetzt, weil der noch bei den alten Gestaltpsychologen studiert hatte und also die Gestaltpsychologie in Berlin weiterführen sollte, was er dann nicht in der Weise getan hat.
Holzkamp setzte sich dann für Mitbestimmungsmöglichkeit der Studierenden ein. Hörmann war sofort einverstanden. Das bedeutet, dass zur Lehrplanberatung Studenten zugelassen wurden, Vorschläge machen konnten und man auch versucht hat, das umzusetzen. Und es wurden halbwegs demokratische Strukturen informell geschaffen. Der entscheidende Punkt war dann, also es gab dann in der Zeit ständig Vollversammlungen, in denen auch so weit gestritten wurde, auch über die Wertfreiheit der Psychologie oder der Wissenschaft als solche. Hörmann hat dann Berlin verlassen, hat den Ruf nach Bochum angenommen, sodass wir hier also mit Hörmann und mit Holzkamp und Jäger, sagt euch das was? Das ist der, die Intelligenzforschung gemacht hat, der hat auch einen Intelligenztest entwickelt. Also nicht Siegfried Jäger, sondern Otto H. Jäger. Otto Jäger, ja. Siegfried Jäger ist vielleicht noch unbekannter. Dass auf einer dieser Vollversammlungen Studenten forderten, einen Schülerladen in Kreuzberg zu gründen, um als eine gesellschaftlich relevante Psychologie zu betreiben. Das ging nur, wenn ein Professor die Verantwortung dafür übernahm. Holzkamp sagte sofort, ja, macht er. Und 1969, denke ich, ne? Also ich habe nochmal nachgeguckt, wurde der gegründet, wurde der eingerichtet, geöffnet, dann später von den Schülern total verwüstet, nochmal wieder hergerichtet, dann nochmal verwüstet und dann geschlossen. Es wurden Protokolle geschrieben über jeden Nachmittag, die kursierten und die Schüler hatten ein außerordentlich großes Interesse an Sexualität, was sich auch in den Protokollen niederschlug und dann zu einer beispiellosen Hetzkampagne gegen vor allen Dingen Holzkamp führte. Da gibt es also auf der Treppe, auf der wir gerade da standen, wurde er dann mal gefilmt, wie er die Treppe raufrennt, als der Kinderschänder, der sich da, der abhaut, der flieht. Mhm. Jetzt. Das war in der Sendung von dem Löwental. Es gab mal einen Mann Löwenthal, da hatten wir damals den Spruch, die Milch wird sauer, das Bier ist schal. Im Fernsehen spricht der Löwental und der machte ZDF-Magazin. Und in dieser Sendung war dann was über den Schülerladen und die Sexualisierung. Und im Spiegel war dann ein Interview mit Klaus Holzkamp, das hatte die Überschrift, man müsste blonde Weiber haben. Und da wurde er zu diesen Auseinandersetzungen interviewt. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Interview, weil er nämlich da auch darstellt, dass sie also von dieser, sowohl der Sprache dieser Schüler aus Kreuzberg, also auch von deren Interessen völlig überrumpelt waren und da auch im Grunde Angst hatten, damit umzugehen. Und die Frage war, wie kriegen sie eigentlich damit eine Art von Umgangsweise? Und dann waren also irgendwelche Protokolle, wo sie das notiert haben, wie sie damit umgehen wollen. Und dann waren da also ziemlich, also sagen wir mal, sehr derbe Ausdruck. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht mehr so im Kopf. Und dann sagt der Holzkamp auch, ich glaube noch nie im Ernst, wir sind eine Ausdrücke, wir kann dieser Ausdruck überhaupt gar nicht. Und so. Und also das ist, wer sich für das Interview interessiert, ich habe das in elektronischer Form im Computer, dann kann ich das gerne mal zuschicken, weil das eigentlich ganz gut auch über diese Zustände ist und wer da argumentiert. Also ich könnte noch ein bisschen jetzt hier vortragen zu der Entstehung von dem Schülerladen. Also hier steht also in diesem Buch Holzkamp Schriften 5, das sind die ersten kritisch-psychologischen Arbeiten von Holzkamp, die 1972 im Sammelband veröffentlicht worden sind, und in diesem Sammelband, der 1972 erschienen ist, hat er am Schluss auch eine Reflexion seiner wissenschaftlichen Entwicklung nochmal bezüglich dieser Aufsätze, die dann in 69, 70 rum entstanden sind, und aber auch eine relativ lange Passage über die Entwicklung am Institut. Und das ist auch in diesem Werkeband ab. Und da steht jetzt hier, auf der ersten Sitzung des Institutsrates im Sommerwechsel 69 wurde von den studentischen Vertretern der Antrag auf Genehmigung eines Schülerladens als autonomischer studentischer Sektor gestellt. Den Hintergrund für diesen Antrag bildeten einmal die in der Studentenbewegung entwickelten Vorstellungen von der studentischen Basisarbeit in der Stadt, Erlernung des Berufs im Klassenkampf zur Vorbereitung revolutionärer Berufspraxis,
zu anderen die zuerst am Otto-Suhr-Institut entwickelte Konzeption autonomer studentischer Sektoren, in denen Studenten völlig selbstständig mit ihrem eigenen Etat ihre Perspektiven politischer, wissenschaftlicher Arbeit entwickeln wollten. Jetzt schreibt er hier, dass von den spezifischen Bedingungen am PI und die Auseinandersetzung um die Satzung des PI, und dann sagt er, im Projektvorschlag Schülerladen ist unter anderem der Versuch der Studenten zu sehen, ihre politische Identität zurückzugewinnen. Und dann schreibt er an anderer Stelle noch, es kam dann auch zu der erwarteten Reserve und Skepsis, besonders des stark liberalen Flügels der Institutsratmitglieder. Liberale waren die, die also jetzt keine Marxisten waren, gegenüber dem Projektvorschlag. Die Zustimmung wurde schließlich davon abhängig gemacht, dass eine gemäßigtere oder besser begründete Vorlage formuliert wurde, was in Ansätzen geschah, und dass ich in dem Projekt mitarbeitete und die Verantwortung als Hochschullehrer übernahm. Ich war und bin der Auffassung, dass eine Ablehnung des Projektantrages, so schlecht vorbereitet er auch immer war, in der damaligen Entwicklungsphase des Instituts, in der zum ersten Mal Mitverantwortung der Studenten institutionell ermöglicht wurde, verhängnisvoll gewesen wäre. Das heißt, also ihm war schon relativ klar, dass das Ganze eine ziemlich harte Angelegenheit war, und er hat sich aber reinziehen lassen, um die Sache nicht völlig an die Wand zu fahren. Man muss vielleicht noch sagen, dass die Mitarbeiter, die da auch tätig waren, anschließend sogar Berufsverbot bekommen haben. Das wurde dann wieder aufgehoben, aber es war wirklich ein Politikum, wie das zu Ende gegangen ist, dass sie, weil sie mit denen nicht zurechtkamen, sagten, also dieses Psychologiestudium nützt uns für die Praxis gar nichts, wir brauchen ein völlig anderes Studium, wir brauchen eine andere Psychologie. Was Holzkamp dann schon auch mit Udo Osterkamp eben auch aufgegriffen hat. Und das war sozusagen der Anlass, eine kritische Psychologie zu entwickeln, also eine grundlegend andere, die, wir haben ja damals angefangen, alle zusammen Kapitalstudium zu betreiben, eine Psychologie, die nicht nur den Menschen als bedingt durch irgendwelche Reize ansieht, wie die Versuchspersonen angesehen werden, sondern Menschen, die in der Lage sind, ihre Umwelt zu gestalten, zu verändern, Also du hast ja auch erzählt von der Wertfreiheit der Wissenschaft. Das ist damals sozusagen in der, also als er Benno Ohnesorg, der erschossen worden ist, da gab es dann auch entsprechende Diskussionen und um die Frage, welche Rolle hat eigentlich die Wissenschaft in der Gesellschaft, in gesellschaftlichen Widersprüchen. Gab es dann auch also erbitterte Auseinandersetzungen. Also der Hörmann hier hat einen Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, also nehmen wir mal an, es geht um die Frage der Leistungsbereitschaft. Was die Psychologie sagen kann, ist, wie man Leistungsbereitschaft von Menschen, Motivation erzeugen kann. Was die Psychologie aber nicht sagen kann, ob das sinnvoll ist, dass man das tut. Das ist eine Aufgabe, die die Psychologinnen und Psychologen selber erledigen müssen. Das ist keine Frage der Wissenschaft. Und dagegen war die Argumentation, dass sozusagen die Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse auch sozusagen die psychologischen Begriffe mit eingehen muss und dass die Vorstellung, dass man auf der einen Seite Wissenschaft hat, und der anderen Seite Anwendung und dass das nichts miteinander zu tun hat, dass das nicht funktionieren kann. Und dann gab es sozusagen zwei Fraktionen, wenn man so will. Die eine sagt, die Psychologie ist einfach eine reine Anpassungs- und Unterdrückungswissenschaft und die muss zerschlagen werden, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR, ist alles derselbe Scheiß, und dass man das beenden muss. Und auf der anderen Seite gab es Leute, die sagen, haben gesagt, nein, also die Psychologie ist eine Wissenschaft, mit deren sozusagen Möglichkeiten man sozusagen das Grundgesetz, dass jeder sich nach seiner Fassung irgendwie entwickeln kann, unterstützen kann. Und das waren die Auseinandersetzungen. Und dann gab es dann auch eine Position, die sagte, man muss die Psychologie selber als eine Wissenschaft in der Totalität gesellschaftlicher Entwicklung sehen. Und man muss deswegen gucken, wie die eigentlich entstanden ist und welche Funktion sie in der Entstehung hatte. Und dann war die Frage, was fängt man damit an? Und dann war diese Frage auch Kritik der politischen Ökonomie. Und das Problem war, dass aus dem bloßen Studium der Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft sich keine Kriterien dafür entwickeln lassen, wie man unterschiedliche Ansätze differenziell bewerten kann. Danach ist dann einfach sozusagen jede Psychologie quasi bürgerlich und daraus ergibt sich aber nicht, dass sie unterschiedlichen Erkenntnisgehalt hat. Und dann tauchte die Frage auf, um das aber beurteilen zu können, müsste man eigentlich selber Begriffe entwickeln, mit denen das möglich ist, differenziell zu bewerten, wie unterschiedliche Ansätze aussehen.
Da waren wieder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, man rekonstruiert die Genese der Psychologie. Wann ist das eigentlich Wissenschaft geworden? Was waren die gesellschaftlichen Bedingungen, aus denen heraus Psychologie zur Wissenschaft wurde? Wann hat man angefangen, sich für Subjektivität zu interessieren? Also wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung. Erwähnte Siegfried Jäger, also nicht Otto A. Jäger, und Irmgard Stäubler haben diesen Weg eingeschlagen. Die kritische Psychologie im Sinne von Klaus Holzkamp, Ute Osterkamp, Gisela, ich war damals auch in Bonn, haben den Weg eingeschlagen, das Psychische selber zu rekonstruieren. Wie ist eigentlich das Psychische selber zustande gekommen, sozusagen von den Urformen bis hin zu dem, was wir jetzt repräsentieren. Das war sozusagen die gegenstandsgeschichtliche Herleitung. Beides gehört natürlich eigentlich zusammen, wurde aber trotzdem erstmal getrennt realisiert. Und damit entstand dann die Vorstellung selber, eine positive Psychologie zu entwickeln, was sehr umstritten war. Das war, führte auch zu Spaltungen. Und dann war sozusagen das Buch Sinnliche Erkenntnis, war das erste, wo im Grunde der Versuch gemacht wurde, sowas neu zu entwickeln, und zwar über den Bereich der Wahrnehmung. Und das steht auch in der Sinnlichen Erkenntnis drin, dass bei dem Versuch der Gewinnung eines neuen Psychologiestudiums man eben jetzt auch natürlich neue Texte braucht und dass diese Sinnliche Erkenntnis ein Beitrag dazu ist. Und der hat ja nur noch alles mit den Leuten diskutiert. Wolltest du nur ergänzen, wie ich das mit der positiven Psychologie da war. Also ja. Nicht positive Psychologie im heutigen Sinne. Ist das rekonstruierbar aus Holzkamps Biografie, was so seine Motive waren? Also wo kommt er her und wie hat er sich als Mensch, als Wissenschaftler entwickelt? Aber eigentlich ursprünglich, denke ich, eher unpolitisch und hat sich in dem Zusammenhang erst politisiert. Ich gehöre zu denen, die doch als so 15-, 16-Jährige im Krieg eingezogen wurden, die letzten, kam mit einer TWC zurück und erzählt, das steht auch in seinen Biografien, erzählt gern, dass er wegen der TWC in den Garten verbannt wurde, ins Gartenhäuschen, wo er dann Privatunterricht kriegte, aber sein Vater hatte sich ein Bücherregal gekauft und dazu ein paar Meter Bücher und darunter war Kant, und weil er sich gelangweilt hat, hat er also Kant gelesen und Kritik der reinen Vernunft angefangen. Das ist sozusagen sein Erkenntnis, war ja auch Erkenntnistheoretiker. Und ansonsten hat er erzählt, war also ist erstmal ein bisschen natürlicher Wissenschaftler, aber die Wende zur kritischen Psychologie oder zum Marxismus ist in gewisser Weise dadurch vorbereitet. Also er war Experimentalforscher, er war aber auch Methodologe. Und seine Promotion und seine Habilitation. Methodologe, also hat sich um Methoden gemacht. Ne? Also sehr stark sich mit Methoden auseinandergesetzt. Und er hat seine Promotion und seine Habilitation, die beiden Bücher heißen Wissenschaft als Handlungen, Theorien, Experimente in der Psychologie. Und er hat damals schon eine konstruktivistische Position vertreten, insofern als er sozusagen die Konstruiertheit der experimentellen Situation schon aus der Perspektive problematisiert hat. Und hat sich dann um so Fragen bekümmert, wie eigentlich diese experimentelle, isolierte Situation zu beziehen ist, was man externe Validität nennt, auf die Realität und. Und ist aber dann in gewisser Weise im Bande dieser konstruktivistischen Überlegungen geblieben. Und es gibt bei einer Neuauflage von Theorie und Experiment in der Psychologie 1981 ein Nachwort, wo er das nochmal reflektiert, diese Entwicklung. Und da steht auch ein bisschen drin, wieso er dann eigentlich einen weiteren Schritt brauchte. Und der ist dann in der Tat dadurch gekommen, dass er das über die Studentenbewegung mitkriegte. Und er ist dann in ein studentisches autonomes Seminar gegangen, was dann von der noch Studierenden Irmgard Stäubler durchgeführt wurde. Inzwischen hier emeritierte Professorin. Genau, die war ja auch Professorin. Das war die mit dem sozusagen wissenschaftsgeschichtlichen Rekonstruktion der Psychologie. Und da hat er dann sozusagen über Marx gelernt. Das hat ihn dann völlig verändert. Er ist dann sozusagen auch mit den beiden Haugs, Frigga und Wolf-Fritz Haug, die den Argumentverlag gegründet haben, in Verbindung gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass er angefangen hat, seine eigenen wissenschaftstheoretischen Grundlagen zu hinterfragen. Und davon zeugen dann die Aufsätze, die in diesem Band versammelt sind, wo er dann noch sozusagen, also im Grunde seine früheren Positionen weiterentwickelt, in gewisser Weise die Kritik radikalisiert und sehr stark noch in diesen, sagen wir,
erkenntnistheoretischen Auseinandersetzung auch mit dem kritischen Rationalismus drin war und dann irgendwann um 71 rum geschrieben hat, dass jetzt eigentlich der Zeitpunkt ist, wo man sich nicht mehr allein auf diese erkenntnistheoretischen Fragen beschränkt, sondern empirisch, also historisch, empirisch und praktisch versucht, wirklich was Neues zu machen. Und das war dann die sinnliche Erkenntnis und dann ging es dann weiter. Ursprünglich hatte er einen Auftrag für eine Reihe psychologischer Bücher, ein Buch über Wahrnehmung zu schreiben. Ich erinnere mich noch, dass er da dran saß und dann sagte, nee, also das wird niemals in diese Reihe passen, ich mache was ganz Neues. Das heißt, die Erkenntnis hat sich dann Fischer Athenäum Verlag gesucht, also einen anderen Verlag und das galt dann sozusagen als das erste Buch. Ja, er hat Klavier gespielt, er hat komponiert, er hat Songs komponiert und mit Moos zusammen, dann Moos hat sich dann gesungen. Und die Gitarre spielt, bitteschön. Und jetzt vergessen, genau. Es gibt ein Buch Echtzeit mit einer CD drin. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe, aber Ute Osterkamp hat sicherlich noch welche, die man damals für 5 Euro erwerben konnte. Aber ich habe ja meinen schwunghaften Buchhandel inzwischen eingestellt, insofern habe ich das nicht mehr vorrätig. Aber zu der anderen Frage, Moos hat jetzt erzählt, wie Holzkamp dazu gekommen ist und diese bis zur sinnlichen Erkenntnis. Die Übergangsphase war meiner Erinnerung nach so, ich war da schon Lehrende hier, also ich hatte eine Assistentenstelle, übrigens die erste Assistentin war die erste Assistentin von Klaus Holzkamp. Und es war dann so, dass die Studenten in die Seminare Texte einbrachten, die sie diskutieren wollten. Also es war zwar so, dass man als Lehrer dann einen Plan gemacht hat, ein Vorläufchen, kam damit rein und sagte den Studenten, nee, das wollen wir nicht, wir wollen das und das lesen. Und das führte dann dazu, dass auch in vielen Seminaren erstmal Kapital gelesen wurde, bis das dann eben in extra Kapitalkurse ausgelagert wurde. Ja, sodass also wir auch als Lehrende von den Studenten viel gelernt haben, weil die eben Texte einbrachten, die wir noch nicht kannten, die aber interessant, die wichtig waren. Kritische Theorie wurde gelesen. Sodass also die Titel der Lehrveranstaltung mit den Inhalten oft nicht allzu viel zu tun hatten, sondern es darum ging, das zu diskutieren, was aktuell interessant, brennend war. Mitbestimmung, richtig. Hochschulgesetz hat sich auch in Berlin geändert. Wir hatten eine Viertelparität, die darin bestand, also ein Viertel Lehrende, nicht etwa Professoren und Lehrende, ein Viertel Lehrende, ein Viertel Studenten, nee, Drittelparität hatten wir sogar. Ein Drittel Lehrende, ein Drittel Studenten und ein Drittel sonstige Mitarbeiter, wie sie damals hießen. Also alle Arten von Angestellten. Eine Besonderheit im PI, also jetzt mal abgesehen von der Lehre, war, dass sich ziemlich schnell da Strukturen gibt, also dass Strukturen gebildet wurden, die diese Mitbestimmung informell, also es war nie formell, aber informell organisierten. Und zwar gab es einen Delegiertenrat, der bestand aus Studenten, Studierenden, also natürlich auch weiblichen. Die wurden in Lehrveranstaltungen gewählt. Es war also immer die erste Lehrveranstaltung, also nach dem Semester die erste Sitzung einer Übung hieß es damals, Vorlesungen wurden abgeschafft. Komme ich auch gleich nochmal dazu, stellten sie also Kandidaten vor und es waren erbitterte Kämpfe, wer dann also der Delegierte wurde. Die wurden dann gewählt, die Lehrenden gründeten Sektionen, da gab es also die Sektion, kriege ich es jetzt auswendig zusammen? Also Produktion, da wurde vor allem Kapital gelesen, sozusagen als... Meinst du jetzt der Aufbau des BI oder wie? Ja, irgendwo habe ich es auch, ich kriege es auch so zusammen. Ich kann es hier vorlesen. Ja, okay. Also erstes, also das Grundstudium hatte folgende Struktur. Erstes und zweites Semester sozialwissenschaftliches Grundstudium, Sektion Wissenschafts- und Erkenntnistheorie und allgemeine Methodenlehre, Sektion Produktion, Einführung in die sozioökonomischen Grundlagen der Sozialwissenschaften, das kann man als Marx-Studium übersetzen. Drittes bis sechstes Semester, fachspezifisches Grundstudium, dann drittes und viertes Semester, Sektion Geschichte der Psychologie, Sektion Berufspraxis, Sektion Wissenschafts- und Erkenntnistheorie, fachbezogene Methodenlehre. Dann viertes und fünftes Semester, Sektion Sozialisation, Sektion Physiologisch-Biologische Grundlagen der Psychologie,
fünftes und sechstes Semester Sektion Prävention und Therapie und dann Sektion Umweltgestaltung, immerhin damals schon. Also das waren die. Das war nie was draus geworden, ja. Das ist ja eher was anderes. Ja. Ja. Das war eigentlich das, was damals konzipiert worden ist. Ich wollte aber sagen, diese Sektionen wählten dann auch, jede Sektion wählte auch einen Sektionsvertreter. Es wurden also in den, die Delegierten bildeten einen Delegiertenrat, die Sektionen bildeten dann einen Sektionsrat. Es wurde in den Lehrveranstaltungen von den Studenten vordiskutiert, was sie für Forderungen hatten, was sie also geändert haben wollten oder überhaupt was passieren sollte. Dasselbe fand in den Sektionen statt, wurde dann in den Sektionsrat getragen von den entsprechend Gewählten und die ganze Geschichte ging dann ein in den Institutsrat. Ich habe irgendwie in meinen Notizen einen anderen Namen dafür gefunden, aber irgendwie hieß es dann Institutsrat. Der entschied, aber letzte Entscheidung, und das ist wirklich, also glaube ich, einmalig, letzte Entscheidung fiel aber in der Vollversammlung. Das heißt, wenn Unstimmigkeiten waren, wenn also mit dem Beschluss des Institutsrats viele nicht einverstanden waren, ging das in die Vollversammlung. Da hatte jeder eine Stimme, ohne irgendwie Ansehen oder sowas. Und ihr könnt euch vorstellen, dass also da die Studenten ihre Forderungen durchsetzen konnten, sofern sie die Mehrheit unter den Studenten hatten. Das hat auch dazu geführt, das bezog sich also nicht nur auf Lehre, Forschung, sondern auch auf Berufungen oder überhaupt Einstellungen von Personal. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da oft andere Menschen eingestellt wurden, als die Lehrenden wollten. Das ist tatsächlich total gekippt worden, 1973 mit Bundesverfassungsgesetz, ne? Wo es dann hieß, also dass in Fragen von Forschung und Lehre, wozu auch Berufungen gehören, die Professoren eine Mehrheit hatten. Das hat dann zur Viertelparität geführt, Professoren, andere Lehrende, Studenten und Mitarbeiter. Aber das war der Punkt. Und bei uns war es eben so, dass das Institut, also hier steht bei ihm, gemäß der Satzung, die das Institut sich gegeben hat, das waren auch großartige Auseinandersetzungen, war die oberste Entscheidungsinstanz des Instituts nun nicht mehr ein Ordinarius als Institutsdirektor, sondern der Institutsrat, und jetzt kommt's, der viertelparitätisch besetzt war, aus drei Hochschullehrern, je drei gewählten Mitgliedern des Vertretern des Mittelbaus, also so wissenschaftliche Mitarbeiter, der Studenten und der übrigen hauptamtlichen Mitarbeiter im Institut, Sekretärinnen, Bibliotheksangestellte, Werkmeister, Förster und so weiter. Die letzte Gruppe sollte nur dann mit Stimmrecht hinzugezogen werden, wenn die Fragen, welche sie direkt betrafen, im Institutsrat behandelt wurden. Später einigte man sich auf den Modus, dass diese Gruppe durchgehend abstimmungsberechtigt sein und durch Stimmenthaltung selbst darüber entscheiden solle, für welche Fragen sie sich nicht interessierten, beziehungsweise wo sie sich für inkompetent hielten. Und das ist, glaube ich, ganz typisch für Klaus Holzkamp als Person, der sozusagen einen absoluten Glauben an die Vernunft der Menschen hatte. Und davon ausging, dass wenn Leute irgendwo drin sitzen, wo sie wissen, dass sie davon absolut keine Ahnung haben, dass sie dann einfach auch nicht mit abstimmen, dass ihnen das klar ist. Dass sie dann abstimmen, wenn sie wissen, worüber wir sagen können, und dass sie sonst nicht tun. Und dann geht es ja weiter. Der wichtigste Passus in der Satzung über die Aufgaben des Institutsrats lautete, der Institutsrat berät und entscheidet, wenn er es für nötig hält, über alle das Institut betreffenden Fragen, die er selbst für bedeutsam hält oder die von einzelnen Institutsmitgliedern oder Gruppen an ihn herangetragen werden, im Sinne der Bestimmungen dieser Satzung. Die Institutsleitung verpflichtet sich, die Entscheidung des Institutsrats zu verwirklichen. Von Vollversammlung habe ich ja nichts in dem Buch gefunden, aber es kann ja sein, dass das nicht reingeschrieben wird. Ja, ich erinnere mich, dass wir uns Lischke durch eine Vollversammlung und viele Professoren. Aber nicht als oberste Entscheidungsinstanz, sondern dass die Ketten Nein, die Eifertischischen sind über Vollversammlung gelaufen. Aber die Entscheidung fiel woanders, im Institutsrat. Ja, ja, aber der war eigentlich verpflichtet, die Entscheidung der Vollversammlung. Aber nicht im Sinne der Satzung. Also das nicht im Sinne, nicht im Sinne der Satzung. Und die Satzung war ja selber gegeben. Also das war ja keine Satzung, die von außen kam.
Also ich glaube, dass das eher so war, dass das möglicherweise manchmal politische Konflikte waren, dass der Institutsrat, die Vollversammlung verschiedene Auffassungen haben und dann die Frage war, was setzt man jetzt um? Aber das, also jedenfalls in den Sachen von Holzkamp ist das nirgendwo zu finden. Es kann sein, dass das eher eine moralische Angelegenheit war, dass die Vollversammlung tatsächlich anders entschied als der Institutsrat, dass der Institutsrat das dann übernommen hat, aber nicht satzungsgemäß ist, sondern moralisch war eben gesagt, wenn eine Mehrheit von denen, die sich hier wirklich, also du musst dir vorstellen, das sah nicht aus wie jetzt, sondern das war hier wirklich voll. Ne? Die Vollversammlung war echt eine Vollversammlung. Ganz kleinen Einschub, weil wir gerade bei Berufungen sind, die lustigste, das entsprechende Hearing, also hier fanden auch immer die Hearings statt, wobei also die bis zur Einstellung von Tutoren, auch die Tutoren mussten sich hier vorstellen, mussten hier gehört werden und es wurde dann eben abgestimmt, wer, ja, wir kriegten dann später ja Professoren, das ist nach der Spalte, komme ich vielleicht nochmal dazu, nur weil ich gerade dabei bin, weil es so lustig ist, ein bisschen unterbricht, hatte sich hier beworben auch ein Mensch namens Ammann, ich weiß gar nicht, ob er einen Professorentitel hatte, das ist ein Psychoanalytiker, wir hatten eine klinische Psychologie. Ja, denke ich. Psychiatrie? Psychologie, ne? Auf jeden Fall hatte er zahlreiche Anhänger, die schon vorher da waren und seinen Hearingsvortrag hier schriftlich verteilten. Man konnte damals schon hektografieren, fotografieren noch nicht. Die hatten hier die vordersten Reihen besetzt, alles war voll, der Fußboden war auch voll, Armen verspiegelte sich. Hier oben war es auch voll, Holzkamp kam auch etwas später und setzte sich ungefähr hier hin. Die Studenten munkelten, Ammann ist wahrscheinlich mit seiner Senfte stecken geblieben. Dann kam er tatsächlich rein, stellte sich da an das Podium, fing an seinen Vortrag zu verlesen, stockte und aus dem Publikum las einer weiter. Weil die Studenten ja seinen Vortrag schon bekommen hatten, also nicht seine Anhänger, sondern andere. Das verärgerte ihn furchtbar und er sagte, überhaupt finde ich mich hier so feindlich behandelt. Ja, wieso denn? Ja, zum Beispiel hätte mich doch Herr Holzkamp begrüßen können. Holzkamp stand auf und sagte, guten Tag, Herr Ammann. So, er wurde dann nicht berufen. ja, nochmal zur Lehre. Ich sagte gerade, die Studenten brachten also Texte mit und die wurden gelesen. Was eben fehlte, waren Lehrbücher, da hat Moritz schon darauf hingewiesen. Klaus Holzkamp schrieb an der sinnlichen Erkenntnis und die Lehrveranstaltungen sahen aber so aus, dass er tippte schon auf der Maschine mit vielen Fehlern und Durchstreichungen und so, dass diese Manuskripte hier gedruckt wurden. Wir hatten inzwischen eine Druckerei gegründet, vor allen Dingen natürlich für Flugblätter und sowas, aber auch für Lehrzwecke. Und dass diese Manuskripte gedruckt, verteilt wurden, oder die lagen dann immer da in dem Foyer, standen die Tische, wo das lag, man konnte sich das da eben legen, wir haben damit sehr viele Paper gelegt. Die wurden gelesen und dann in der Lehrveranstaltung mit Klaus Holzkamp diskutiert. Ebenso dann auch mit den Manuskripten von Ute Osterkamp. Das heißt, es gibt eigentlich kein Buch von Holzkamp, vielleicht übertreibe ich jetzt, wenn ich keins sage, das nicht vorher mit Studenten diskutiert worden ist und wo dann eben auch, wo es wird gleich sagen, stimmt nicht, meine Erinnerung stimmt das, wo eben auch Kritik oder andere Vorschläge oder Änderungen und so von studentischer Seite eingehen. Ein Beispiel ist, das bringt er selber. Es ist im Lernbuch, das ist diese bekannte Geschichte mit dem Fahrlehrer, der seinen Fahrschüler nicht lernen lässt, wie was Bremslichter bedeuten, indem er ihn so lange auffahren lässt, bis der das bemerkt, sondern indem der Fahrlehrer ihm sagt, welche Bedeutung Bremslichter haben. Das war also ein Zuruf aus dem Publikum in irgendeiner Vorlesung, wo es schon ums Lernen ging, also um das Buchlernen. Ja, also es gab keine Vorlesungen mehr, sondern es wurden sozusagen die Manuskripte gedruckt, als die dann eben ja, hier im
Institutseigene Bibliothek gedruckt, Druckerei gedruckt. Als die Bücher dann erschienen waren, waren auch die Bücher dann eben Diskussionsgrundlage. Es wurde nicht vorgetragen, sondern die wurden gelesen und diskutiert. Dann kamen die beiden Bände von Ute Osterkamp dazu über Motivation. Volker Schurich, ist euch das ein Begriff? Biologe, der hat sich dann mit der Entstehung des Bewusstseins auseinandergesetzt, dazu drei Bände geschrieben, das waren dann weitere Lehrbücher. Dann kam eben dazu auch das Buch von Irmengard Stäuble und Jäger, also Siegfried Jäger, über die Geschichte der Psychologie. So entstanden dann Bücher, die zu Lehrzwecken benutzt werden könnten. Ich würde gerne einen Punkt ergänzen zu der Frage mit der Berufung von dem Eifer. Also sozusagen vom Fachbereich hat der einen Ruf bekommen, aber sozusagen etwas zeitlich verschoben, haben dann auch die Leute aus dem Psychologischen Institut sich damit befasst und dann war die prekäre Situation, dass der einerseits schon einen Ruf hatte durch den Fachbereich, der eigentlich auch die Instanz ist, und das Institut oder die Mehrheit der Institutsmitglieder das ablehnte. Und was ich daran jetzt sehr bemerkenswert finde, was der Eifert, der da abgelehnt worden war, sozusagen geschrieben hat. Der hat nämlich am 22. April 1970 an dem Berliner Senator für Wissenschaft und Kunst folgende Auffassung vertreten. Also ich zitiere das jetzt, was der Eifert geschrieben hat. Die Mehrheit der Fachschaft Psychologie und der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Psychologischen Instituts der FU forderten mich am 11.02. auf, den Ruf abzulehnen. Es widerspricht meinen Überzeugungen von der Notwendigkeit akademischer Kooperation ohne Herrschaftsanspruch gegen die erklärte Absicht der Studenten und Mitarbeiter eines Instituts, doch die Funktion eines Ordinarius zu übernehmen. Das heißt, dass man sich aus dem Ruf abgelehnt. Das muss man sich heute mal vorstellen. Ja, also, es war auch. Also auch das Institut hat sich extrem unverschämt dem gegenüber verhalten. Ja. Das war eine richtige Sauerei, würde ich mal sagen. Ja. Auch wenn man das liest. Völlig ungehörig auch im Umgang. Und warst du da schon dabei, als der? Nee. Es war eben auch hier. Freudigerweise nicht. Genau in diesem Raum und stand überall Fackeifert und ähnliche unflätigen Sprüche. Und die Studenten haben immer wirklich Remi-Demi gemacht. Haben ihm vor allen Dingen vorgeworfen, dass er Geruchsforschung betreibt, die im Vietnamkrieg eingesetzt worden ist. Sagt er, ja, stimmt, ich kann nichts dafür, dass das so eingesetzt wird, aber gut. Und hat dann eben, wie Moritz gerade vorgelesen hat, gesagt, also so nicht. Ne? Er wurde dann Professor an der TU, also sozusagen nicht ganz leer ausgegangen, aber ist ihm hoch anzurechnen. Das war echt eine schmutzige Kampagne. Ne? So, ja, insofern kann man sagen, dass die kritische Psychologie eigentlich ein kollektives Projekt war. Also nicht, dass da zwei Leute die erfunden haben, sondern es gab mehrere, die Bücher geschrieben haben, aber ganz, ganz viele, die beteiligt waren an der Entwicklung, bis eben zu den Studenten. Ja, dann müsste man eigentlich auf die Spaltung jetzt kommen, ne? Ja, also Sarah, ich würde nochmal, also ich glaube, dass man, also hat ja eben schon auf Ose hingewiesen, man muss immer sozusagen im Hintergrund haben, auch was die Härte dieser Auseinandersetzung angab, dass hier in der Stadt also mit absolut harten Bandagen gekämpft wurde. Also wenn ihr wollt, kann ich noch ein paar historische Pünktchen dazu vorlesen. Also sie hat ja schon gestern Abend auch gesagt, dass schon 1948, also im Gründungsjahr der FU, war ein gewisser Colonel Frank Holy, der hat damals schon also Richtlinien zum wissenschaftlichen Arbeiten ausgegeben bei der Eröffnung. Und er hat gesagt, wenn Sie sich in die Schriften von Marx vertiefen mit seiner Betonung der materiellen Voraussetzungen im Dasein der Menschen, so möchte ich, dass Sie nicht vergessen, dass es auch ein Franz von Assisi, das der mit den Vögeln Sprache gegeben hat, der Dinge beschrieb, die sich keinenfalls selber aus der Materie erklären. Zitat Ende. Aber dieser Tipp dieses Kölnels repräsentiert eigentlich schon, was der Geschichtsschreiber der FU Tent so fast vom Anfang an, war die FU durch einen klaren Antikommunismus geprägt. Und dieser Gründung der FU Mitte 48 war ein Ereignis vorausgegangen, das in den Akten des militärischen, also der Militärregierung von Berlin zu lesen ist. 40 nüchterne und entschlossene Deutsche
trafen sich am vergangenen Samstagnachmittag im Deutschen Vereinshaus in Wannsee, um die Notwendigkeit einer freien Universität zu proklamieren und die Arbeit an ihrer Gründung zu beginnen. Es war kein Alliierter anwesend, es war eine rein deutsche Demonstration. Zitat Ende, aber es war dann doch natürlich irgendwie eine deutsch-amerikanische gemeinsame Geschichte. Und was ich jetzt ganz interessant finde, also das war ja zu einer Zeit, also da war Angela Merkel noch nicht mal bei den jungen Pionieren und also noch nicht mal auf der Welt, aber es war damals schon so, dass es gab eine SPD-Kommission unter einem Leiter namens Neumann 1949. Da stand drin, im Großen und Ganzen sind die Studenten wahrscheinlich der größte einzelne Aktivposten, den die FU vorzuweisen hat. Sie sind intelligent, politisch aufgeweckt, fleißig und liebenswürdig. Seit Ende. Und diese Liebenswürdigkeit bestand meines Erachtens in dem zuverlässigen Antisozialismus. Und als die Studenten nämlich 20 Jahre später, ziemlich genau 20 Jahre später, nicht mehr politisch eingeweckt waren, sondern aufgeweckt wurden, galten sie auch nicht mehr als liebenswürdig, sondern und auch nicht mehr als intelligent. Sie wurden als langhaarige Affen bezeichnet, seien verdummt und so weiter und so fort. Und dann kam es zu der, die Auseinandersetzung zeigen sich dann mit der Affäre um den Journalisten Kubi von der Süddeutschen Zeitung, also ein normaler bürgerlicher Journalist. Der hatte 1949, also zur Anfangszeit der FU, hatte der sich rausgenommen zu schreiben, die Humboldt-Uni, also Ostberlin, bereite mit Erfolg Jugendliche aus der Arbeiterklasse auf ein Studium vor, wolle also das bürgerliche Bildungsprivileg sozusagen brechen und so weiter und so fort. 1958 warf Kubi der FU eine Negativfixierung auf die HU vor. Und von da an wurde dem Kubi untersagt, an der FU Reden zu halten. So. 1965 lud nun der FU ASTA, der das Verbot nicht mehr akzeptierte, Kubi trotzdem ein. Das wurde aber trotzdem nicht erlaubt, der musste auf die TU, was ja auch in West-Berlin ist, ausweichen und bescheinigte doch den Deutschen, das dümmste Volk Europa zu sein. Was natürlich viele Nachfolger der 40 nüchternen Deutschen von 1949 ärgerte. Dann weigerte sich aus Solidarität mit Kubi Günter Grass an der FU zu reden. Und dann entdeckten die Studierenden sozusagen das andere Amerika, die Berkeley Free Speech Movement. Und das war der Beginn der amerikanischen Studentenbewegung. Und da kamen dann solche Auseinandersetzungen rein. Und da, wenn man sich jetzt mal die Filme anguckt, nach der Ermordung von dem Unesorg und so, da ist davon die Rede, dass die Studenten vergast werden sollen, dass sie ins Gas gehören, dass sie rübergehen sollen. Das war ein wahnwitziges Klima, was man auch immer noch mal berücksichtigen muss, wenn man guckt, wie die Studierenden wiederum reagiert haben, natürlich auch nicht zimperlich. Ne? Aber das waren unglaubliche Auseinandersetzungen und die schlugen sich natürlich auch alle hier dann nieder in diesen Auseinandersetzungen. Insofern war der Versuch, eine wissenschaftliche Alternative zu gewinnen, oft Ängste vermittelt mit diesen völlig irrsinnigen Auseinandersetzungen. Ne? Also nur nochmal das, also in diesen Zusammenhängen da drin. Ne? Und das war ja dann auch damals dieser Spruch, unter den Dalaren Move von 1000 Jahren, also 1000 Jahren, 1000-jähriges Reich, Nazireich, das war ja auch immer noch alles mit drin, das muss man ja auch noch sehen, diese Auseinandersetzung, das war ja mitnichten aufgearbeitet. Und insofern finde ich immer ganz wichtig, diese politischen Zusammenhänge damit zu sehen, weil auch also der Versuch der Erneuerung der Universität war ja dann auch wirklich diese Ordinarienherrschaft. Ja. Die kann man sich ja heute, also auch im Neoliberalismus kann man sich kaum vorstellen. Also eine Zwischenfrage bei der Vorlesung war eine milde Form von Körperverletzung. Und das waren wirklich unglaubliche Zustände. Da war auch die Mitbestimmung da, also in Bonn, wo habe ich ja studiert, als die Frage Mitbestimmung auftauchte, da fragte er uns so ein Prof, seit wann bestimmen denn ihr Stifte mit? Ja, das war die Vorstellung, die hatten. Wobei wirklich dieses BI immer eine Besonderheit war, auch von wegen OSI besetzt. Das BI ist nie besetzt worden, weil es gar nicht nötig war. Die Studenten waren hier einfach. Also da konnten die sitzen, ohne zu besetzen, weil es war ihr Raum. Niemand hat sie an irgendwas gehindert. Und diejenigen, die eben damit nicht einverstanden waren, wie zum Beispiel Hörmann, also Professor Hörmann, hat dann eben einen Ruf angenommen, hat sich also wegbeworben und auch andere sind dann einfach gegangen, beziehungsweise doch, wir hatten natürlich doch auch noch, das war eine Spaltung dann, ne? Mhm. Das war die Abschaffung der Ordinarien-Universitäten, die Fakultäten wurden aufgelöst,
zugunsten von Fachbereichen. Und die Fachbereiche konnten sich frei zusammenschließen, wie sie wollten. Und es gab jetzt hier im Haus eine, also die Linken, die sich mit den Soziologen, Philosophen und anderen Sozialwissenschaftlern, die auch links waren, zusammentun wollten. Und es gab die eher, eigentlich nicht Rechte, aber die Liberalen, die jedenfalls nicht links sein wollten, die sich mit dem ähnlich orientierten Fachbereich Erziehungswissenschaften zusammenschließen wollten, also mit der Erziehungswissenschaft zusammengehen sollten. Das gab dann natürlich hier auch mal nochmal harte Kämpfe. Das führte zu einer Initiativgruppe Institut für Psychologie und das wurde dann 1970, die Zahl habe ich extra nochmal nachgeguckt, so weiß sicherlich auswendig, so entschieden, dass diese Initiativgruppe ein eigenes Institut gründen konnte, also ein zweites Institut, was sich Institut für Psychologie nannte. Und die zogen auch hier aus dem Haus, also bis dahin waren die immer noch so auf den Flur, ein bisschen Grabenkämpfe und so. Die zogen aus dem Haus aus und die Besonderheit war, dass jeder konnte hingehen, wo er wollte und jede leer gewordene Stelle wurde wieder ersetzt, sodass wir eine Verdoppelung der psychologischen Lehrenden hier hatten, also inklusive der Professoren. Damit natürlich auch dann sehr viel mehr Studenten Studienplätze hatten, wobei die Studierenden nicht festgelegt waren, wo sie studieren mussten. Also sie kriegten ihren Studienplatz zwar zugewiesen, konnten aber studieren und prüfen, sich prüfen lassen, da wo sie wollten, anfangs jedenfalls. Und das greife ich mal vor, da waren wir schon drüben, haben wir schon umgezogen, was dann jedenfalls dazu führte, dass in einem Semester wir 105 Diplomprüflinge hatten und das IFP 5. Das hat die natürlich sehr geärgert, das hat dann wieder, aber das habe ich jetzt vorgegriffen. Ursprünglich soll das ganze Studium, angelehnt an den Schülerleiten Rote Freiheit, als Projektstudium organisiert werden. Davon kam man relativ schnell ab, weil eben wirklich Grundlagen da nicht so zu vermitteln waren, aber das Hauptstudium sollte dann nur noch Projektstudium sein. Praxisbezug haben. Praxisbezug bedeutete damals die Möglichkeiten zu eruieren, die Diplompsychologen beziehungsweise in Praktika und Projekten schon die Studierenden gesellschaftlich nützliche psychologische Arbeit leisten könnten. Also es ging darum, die Gesellschaft als Psychologe also nützliche Arbeit zu machen im Sinne von emanzipatorischer Arbeit und eben auch entsprechend neue Berufe zu gründen. Dabei war Einigkeit darüber, das hat Moos auch schon mal bestritten, aber meine Erinnerung ist so, dass die nützliche Arbeit nicht Therapie von Einzelnen sein könnte, sondern psychologische Arbeit in Institutionen sein müsse. So wurden folgende Projekte gegründet, dass die Kindergärtnerinnenberatung, hießen damals noch Kindergärtnerinnen, Heimerzieherberatung, Lehrerberatung, zunächst vor allen Dingen wegen Legasthenie und Erstellen eines Schulbuchs in dem Zusammenhang. Und später, als Jacques Bergold dann der erste Professor für klinische Psychologie war, hat er ein Projekt Beratung von Unterschichtklienten gegründet. Das bezog sich dann schon eher auf Einzelne. In dem Zusammenhang sind übrigens wirklich neue Berufsfelder entstanden, sowas wie Heimberatung, Kita-Beratung hat es also vorher in der Weise nicht gegeben. Und die gibt es auch immer noch. Ja, weil sich eben herausstellte, dass da nicht die notwendigen Grundlagen oder alle notwendigen Grundlagen entwickelt wurden, gab es dann einen Lehrplan. Und das sagte man so, vorgesehen war also im Grundstudium Kapitallektüre, Geschichte der Psychologie und Wissenschafts- und Erkenntnistheorie. Darauf folgten dann als Grundzüge Produktion, Sozialisation, also kognitive und motivationale Entwicklung. Dafür waren die Bücher, sinnliche Erkenntnis und Motivation dann eben wichtig. Dann aber ganz wichtig ans Institutsanalyse, das heißt nicht Sozialisation abgesehen von Institutionen und Berufspraxis.
Das habe ich alles schon erzählt. Ja, was ich noch nicht erzählt habe, ist, ich hatte erzählt, dass es jetzt diese ganzen Gremien gab, also Delegiertenrat, Sektionsrat, Institutsrat. Die schrieben alle Protokolle und diese Protokolle mussten verpflichtend nicht nur geschrieben, sondern auch abgeliefert werden bei dem Leiter der Dokumentation, der eine Institutszeitung gegründet hat, den sogenannten IMPI. Ich habe leider versäumt, ein paar Exemplare mitzubringen, in der die Protokolle von allen Sitzungen abgedruckt wurden, aber auch Texte von Studierenden und Mitarbeitern und wichtige universitätspolitische Informationen. Dieser IMPI wurde ausgelegt, das waren so gedruckte Blätter, der wurde auch ausgelegt auf den Tischen hier im Foyer und jeder konnte sich die holen, lesen, dazu Stellung nehmen und so weiter. Ja, und also wichtige Informationsquelle auch. Hast du jetzt dazu noch jetzt beim Umzug in die Söderlaube? Also der Vorstellung, die dabei war, war ja auch sozusagen die Freiraumkonzeption im Rahmen bestehender Verhältnisse. Und damit hat sich Holzkamp zum Teil auch so ein bisschen kritisch auseinandergesetzt. Und indem er schrieb, in der Universität manifestierte die Freiraumkonzeption sich darin, dass die Studenten gegen Leistungsdruck und Anpassungszwang kämpften, Prüfungen abschaffen und Leistungsnachweise von Studenten selber unterschreiben lassen wollten. Im bis Mittag schlafen, zu spät kommen, hinterlassen von verdreckten Hörsaalen in Politikum sahen. Das ist immerhin von Holzkamp. Die Sensibilität für die Leiden, die den Menschen durch diese Gesellschaft zugefügt werden, hatte sich so erhöht, dass ein Kampf gegen diese Leiden unabweisbar wurde. Aber man hatte noch nicht begriffen, dass es von diesen Leiden als gesellschaftlichen Leiden keine individuellen Dispens geben kann, dass die Idee der repressionsfreien Freiräume innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft selber eine bürgerlich-idealistische Vorstellung ist. Dennoch wäre es falsch, den Kampf um persönliche und politische Freiräume unhistorisch einfach abzuqualifizieren und so weiter und so fort. Aber das waren damals eben auch Auseinandersetzungen. Ne? Inwieweit ist das eigentlich möglich? Und wenn eine Auseinandersetzung zum Teil auch dann eben so ein bisschen aberwitzige Vorstellungen, würde ich schon sagen, von Studierenden. Aber das gehörte eben zu dieser Zeit dazu. Ja, man durfte dann auch rauchen in den Lehrveranstaltungen. Ja, das durfte man aber sowieso, das war aber keine Errungenschaft hier. Das war bei uns in Bonn auch. Das war verüblich. Ja, aber in der Zeit, aber früher war es nicht wirklich. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die Studenten haben dann selber gesagt, also das geht nicht. Und haben selber Schilder aufgehängt mit Rauchverbot. Echt? Ja, hier jedenfalls ja. Ja, das nicht. Hier das Institut hat sich auch erlaubt. Ja, genau. Wenn man sich nicht mehr gegenseitig sehen könnte. Ja. Es wurde sozusagen ein freiwilliges Rauchverbot eingeführt, aber auch durchgesetzt. Aber wir hatten ja da die Räume, draußen die Räume und die. Also jedenfalls während Lehrveranstaltungen durfte nicht mehr geraucht werden. Und auch nicht während Sitzungen und soweit ich weiß, auch nicht mehr in Vollversammlungen. Also ja, eben, wo die Gefahr, dass man sich nicht mehr sehen kann, groß ist. Es gab dieses Kindergärtner- und Fortbildungsprojekt, was von anderen betrieben wurde. Es gab das Schulbuchprojekt, Legasthenie-Projekt. Das war eigentlich eine Personalunion, die beiden. Und es gab dann den Vorschlag, es muss so 76 gewesen sein, also als wir gerade noch hier waren, dass wir das zusammenlegen. Und da also ein größeres Projekt draus machen. Ich selber habe diese Kita-Fortbildungen gemacht und mit sehr positiven Erinnerungen. Das war eigentlich ganz schön. Weil wir eben auch gelernt haben, wie man da über was. Also, wollt ihr ein Beispiel hören? Was ich gerne erzähle, dass wir waren in einer Kita in Gatow. Das ist an der Havel, relativ weit von hier entfernt, aber eben ein Grundstück war das, grenzte nicht an die Havel, aber fast ein großes Grundstück mit einem schönen Haus drauf. Und das Grundstück durfte die Kita nur behalten, wenn sie den Garten pflegt. Nun, Gatow ist so Vorstadt und es gab da also viele Gartenbauer unter den Eltern und die kamen also am Wochenende und bauten Garten und die Kinder brachten dann die Woche damit zu, dieses Gartenbau zu vernichten. Das war sein Ärgernis. Dann haben wir, achso, das Konzept war so, dass immer
weiß ich, einige Studenten in den Ferien dort ihr Praktikum machten unter meiner Anleitung, weil es muss eine psychologische Anleitung sein, und dann während des Semesters auch jeden Tag, jede Woche einen Tag dahin gingen, und einmal in der Woche oder alle 14 Tage, weiß ich nicht mehr genau, kamen wir dann alle zusammen und machten eine Beratung auf Fragen von denen. Da stand eben auch auf dem Plan, wie hindern wir die Kinder daran, das zu vernichten, was ihre Eltern da am Wochenende bauen. Dann haben wir also gefragt, ob sie die Kinder da beteiligen haben in irgendeiner, die wären sie nicht gekommen, sie hätten ja die fachkundigen Gartenbauer da in der Elternschaft. Ja, wir haben dann angeregt, dass die Kinder eben gefragt werden, wie sie den Garten gern haben möchte, und das ist dann auch ganz positiv verlaufen. Also sie haben dann auch ihre Ideen, die natürlich zum Teil nicht umsetzbar waren, Kinder haben ja oft utopische Ideen, aber immerhin hat so diese Vernichtung aufgehört. Ach ja, dazu gehört auch noch, ja, wie sollen wir die denn fragen? Das war jetzt ein wichtiger Punkt. Wie sollen wir die denn fragen? Ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Konferenzen. Ne? Also eine richtige Konferenz, wie das bei Studenten damals auch üblich war, mit Redezeit und Glocke und so weiter, und zieht das so auf. Kamen wir wieder hin, ja, sagen, haben wir probiert, kein Mensch ist gekommen. Sagt der Student, der an dem Tag anwesend war, naja, die haben gesagt, ja, wir machen jetzt Konferenz, aber wer Schularbeiten hat, geht schon mal in den Schularbeitsraum. Insofern war also keiner gekommen. Und man sagt, schade, können wir nichts machen. Abwarten. Nächstes Mal kamen wir wieder, sagen, wir hatten eine Konferenz, aber es lag nur daran, wir haben Kuchen gebacken und den Kuchen gab es bei der Konferenz. Sagt, na prima, schon mal hin und anfangen, und haben die Kinder schon, ja, die haben wir schon Ideen entwickelt. Kam das dritte Mal hin, ja, wir hatten eine Konferenz ohne Kuchen. Das heißt, es hatte sich etabliert einfach, aber hätten wir das durchsetzen wollen, wäre das nicht gelungen. Mussten immer selber drauf kommen. Anderes sehr schönes Beispiel, sollten wir mal eine Beratung machen zur Aggression. Das war jetzt eine andere Kita mit Krippe. Und Aggression, gut, haben uns also vorbereitet, kamen an, sagten, es gibt folgende Aggressionstheorien, Frustration, also Imitation, Frustration, Aggression. Was ist die dritte? Trieb, ja. Achso, männlich, ja. Okay. Dritte, gut. Dann, naja, das wissen wir ja alles, das kennen wir. Wir wollen was wissen über unbegründete Aggression. Können Sie mal ein Beispiel bringen? Naja, die sitzen da auf der Bank und plötzlich haut die Petra den Peter eine runter. Wie kommt denn das? Was? Naja, wie lange sitzen die da auf der Bank? Naja, das kann schon mal 2 Stunden dauern. Die Kinder waren also so 2, 3. Also konnten eben gerade sitzen. Ja, und warum sitzen die da? Naja, zum Baden. Ja, und warum dürfen die nicht aufstehen? Ja, wenn die rumwuseln, können wir ja nicht baden. Und warum werden die gebadet? Na, weil die hier verschissen abgegeben werden. Die müssen ja gebadet werden. Und warum werden die verschissen abgegeben? Na, die Eltern machen sich die Mühe, die machen uns zu baden. Könnt ihr denen das nicht sagen? Nee, das geht alles nicht. Haben wir alles schon probiert. Das ist immer der Satz, den man kriegt in der Praxis. Ne? Alles schon probiert. Traurig. Als wir wieder hinkamen, hieß es, ja, da sind 2 zu einer Fortbildung gewesen. Es gibt Krippen, da wird nicht mehr gebadet. Das probieren wir jetzt auch mal. Und dann kamen wir hin und sagten, ja, wir baden nicht mehr. Die Eltern bringen die Kinder jetzt sauber in die Kita. Aber auch immer wieder, ne? Man muss, das war jetzt ein wirklicher Zufall mit den Fortbildungen da, das haben wir nicht lanciert, aber ja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Was dann passiert ist, wir haben uns dann zusammengetan und dann wurde wurde das noch ausgeweitet, und zwar so, dass also dass Studierende da Praktika machten, dass wir dann die Beratung machten, aber als drittes wurde dann ein therapeutisches draufgesetzt aus den Schulprojekten, vor allen Dingen, die sich inzwischen da selber zu Therapeuten qualifiziert hat. Dazu muss man wissen, es gab damals noch keine Therapieausbildung. Das ist alles erst viel später gekommen. Das heißt, wer Therapeut wurde, qualifizierte sich da selber dazu. Und das war dann also, wenn die Kita-Erzieher mit bestimmten Kindern trotz Beratung nicht zurechtkommen, dann sollten die dann also in Therapie genommen werden. Das hat dann zu großen Streitigkeiten geführt, weil viele Studenten also nur noch Therapie machen wollten.
die Konzeption war dann, dass die Kita-Erzieher im Grunde hervorragend, oder auch die Lehrer hervorragend ausgebildet sind, es aber Kinder gibt, die eben Chap sind und mit denen die hervorragend ausgebildeten Fachleute nicht klarkommen können und mit denen also nur Therapeuten klarkommen können. Ich habe mich damals sehr gestritten, ich habe verloren und es wurde dann eben, ging alles in Richtung auf Kindertherapie. Das Projekt gab es auch noch bis relativ zum Schluss. Also jetzt nochmal zu den Projektschulen generell, das waren also alles Beispiele, wo entweder in einem gesicherten institutionellen Rahmen aus der Universität heraus quasi universitätsexterne Projekte gegründet waren, die aber an die Uni angebunden waren und in denen die Studierenden dann studieren können oder konnten. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass es Kooperationen gibt zwischen nicht-universitären Institutionen und der Universität, wo die dann die Praktika machen können. Und das dritte ist, dass Studierende eigene Projekte entwickeln, also nicht in der Größenordnung wie Schülerladen Rote Freiheit oder so, sondern natürlich kleineren Sachen. Und dann versuchen die auszuwerten, was natürlich sicher eine sehr komplizierte Geschichte ist, wenn man da die Bedingungen haben muss. Das waren aber die Versuche, die damals auch eine große Rolle spielten, wo man guckte, das war im Grunde genommen auch bei dieser Kinderladenbewegung, zu probieren, ob es nicht alternative Formen des Umgangs mit Kindern gibt. Ja, und um dann zu sehen, ob man aus solchen kleinen Inseln quasi verallgemeinerbare Ergebnisse gewinnen kann und dann zu einer realen Verallgemeinerung dieser Idee kommen kann. Also diese drei Sachen gibt es. Und damit es funktioniert, in allen drei Varianten, braucht man eine gewisse Verankerung in der Uni selber, wo dann auch eine gewisse Art von Kontinuität ist, eine gewisse Art von Verpflichtungscharakter, wo man dann auch berichtet. Und die Mini-Variante, die wir ja dann unter neuen Bedingungen hier hatten mit unserem Ausbildungsprojekt Subjekt wissenschaftliche Berufspraxis. Das war ja die, dass mit oder ohne Kooperationsverträge das wechselte. Jedenfalls Studierende, die daran interessiert waren, sozusagen Praktika machten, entweder bei Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten oder irgendwelchen anderen, jedenfalls aber ihre Erfahrungen, die sie in der Praxis gemacht hatten, in die Uni reintragen konnten und dass die da systematisch Gegenstand der Lehre wurden. Dass man also nicht sagte, hier ist universitäre Lehre und was ihr draußen an Praxis macht, müsst ihr mal sehen, wie ihr es reflektiert oder überhaupt, ob das reflektiert, sondern dass das zurückgetragen wurde und dann hier gemacht wurde. Was übrigens zu sehr, also wirklich sehr vielen Diplomarbeiten geführt hat, wo die Leute dann aus den Erfahrungen der Praxis heraus sozusagen dann ihre Diplomarbeiten entwickelt haben, indem sie also bestimmte theoretische Probleme verfolgt haben oder indem sie meinetwegen empirische Arbeiten gemacht haben über Beobachtungen oder Interviews oder wie auch immer. Aber es setzt eine gewisse Anbindung im universitären Rahmen voraus, sonst kann das nicht funktionieren. Und auch Leute, die sich dann ein bisschen engagieren, weil es eine ziemlich aufwendige Art des Studiums ist, das muss man sagen. Ich stelle mir das vor, schwierig vor von Seiten der Dozenten. Naja, also da müssen Interessierte da sein, sonst ist es schwierig. Das ASB, das hat dann ja sozusagen, das hat 20 Jahre lang funktioniert. Ne? Das ist dann ausgelaufen mit dem Diplomstudiengang. Das haben wir beide zusammen ja gemacht. Eine Zeit lang haben wir das richtig groß aufziehen können, auch mit einem forschungsbezogenen Wahlpflichtfach. Das war, als ich mal 4 Jahre lang hier eine C2-Stelle hatte und da waren dann auch noch weitere Mitarbeiter, da waren wir zu 3 Leuten. Da war das wirklich dann so, das war das eigentliche Projekt. Und dazu gab es inhaltliche Methodenveranstaltungen. Das war aber nur 4 Jahre. Und der Projektkern, der ging aber sozusagen, das entstand nach einem studentischen Streik und autonomen Seminaren. Und da haben sich dann Studierende und interessierte Lehrende zusammengeschlossen, unter anderem wir beide, und haben daraus dieses, das basiert auch auf älteren Projekten, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber jedenfalls eine neue Konzeption entwickelt und die ist jetzt erst vor 2 Semestern zu Ende gegangen. Oder beziehungsweise da gab es dann noch 3 Semester ein Kolloquium, was ich dann gemacht habe mit Isla zusammen, das sozusagen für die Nachzügler und Nachzüglerinnen waren, im Diplomstudiengang, die dann noch zu Ende machen konnten. Aber das ist jetzt eben auch, das war an den Diplomstudiengang gebunden, das ist eben vorbei. Alle Projekte. Naja, manche sind vielleicht auch so zu Ende gegangen, zum Beispiel das Heimprojekt, die haben einfach irgendwann mal aufgehört. Ja, weil die Leute auch dann weg waren. Nee, bei der Feier ist es schlussendlich dann. Ja? Hat der das? Das einzige Projekt, was mir jetzt einfällt, die anderen sind alle damit zu Ende gegangen, bis die Lehrenden ausgeschieden sind.
Wir haben ja hier alle Berbert und so, ungeheuer jung angefangen. Ich erinnere mich noch, das ist aber jetzt ganz am Anfang gewesen. Ja, das muss schon in der Studentenbewegung auch gewesen sein, dass mal ein Reporter kam und wollte einen weißhaarigen Professor sprechen. Und wir hatten aber nur einen einzigen weißhaarigen Menschen im ganzen Institut. Das war der Bergmeister. Konnte zwar auch einiges erzählen und trat auch in Vorlesungen, also noch früher, als es noch Vorlesungen gab, trat er auch auf und führte hier Experimente, also Versuchsanordnungen vor und sowas. Aber das war dann einzig. Wir waren alle unheimlich jung. Holzkamp war, glaube ich, der Älteste, der war 48 oder sowas, als hier 27 geboren, 68 ja, irgend sowas, ne? Also, 20 Jahre älter als ich. Aber wir sind eben wie alle Leute auch älter geworden und inzwischen gibt es keinen einzigen Lehrenden mehr, der eine Anstellung hat von den kritischen Psychologen. Aber an anderen Hochschulen, nur bei uns nicht. Ja, bei uns nicht, ja. Ja, nach der Spaltung, das können wir vielleicht gerade noch erwähnen, wurden wir dann, das war ein bisschen mit der Einheit wie mit Deutschland, die Linken wollten ja keine Spaltung und wollten immer die Einheit und die Zusammenlegung und die Rechten wollten die auf keinen Fall. In Wirklichkeit wollten wir sie natürlich auch nicht. Da machst du noch deine Führung nachher, wenn du Zeit hast, im Fachbereich drüben. Ich muss jetzt erst im Auto zurückfahren. Ja, wir können uns ja da wieder treffen. Ja, ja. Also ich muss überhaupt um 1:30 meine Veranstaltung und muss ein bisschen was zwischen die Zähne kriegen. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall wurde... jetzt kommt das Lassen. Auf jeden Fall war dann zunehmend eben Kritik an diesen zwei Instituten. Und wie hieß das immer? Der Uwe Schlicht hat es immer Das weiß ich nicht. Irgendwas mit Doppel. Uwe Schlicht war ein Tagesspiegel-Redakteur. Es wurde jedenfalls immer dagegen gehetzt, dass ich hier eine Doppelausbildung, Doppel weiß ich was, besteht. Dann kam noch mehr dazu. Also die Mauer fiel, die Humboldt-Universität sollte dann ja erstmal die Berliner Universität werden. Die FU sollte eigentlich geschlossen werden. Dass der Kompromiss war dann, dass die FU auf 50% runtergefahren wurde, in dem Zusammenhang auch. Von 25 Profs auf ungefähr 12, 13 oder so. Bei uns, aber ja, insgesamt zur FU, ich saß ja damals auf jeden Fall gab es große Evaluationen, alle Fachbereiche, alle Institute waren hervorragend, konnten maximal 50% abgeben. Und so blieb das jedenfalls erhalten, sonst wäre die FU wirklich gestrichen worden. In dem Zusammenhang wurden wir dann zwangszusammengelegt. Das hing auch damit zusammen, denke ich, das war 1995. Und 1995 ist Holzkamp gestorben und es gab durchaus Stimmen, dass man den Tod von Holzkamp abwarten wollte, um diese Zusammenlegung endgültig zu machen. Damals wurde noch versprochen, dass es einen Professor für kritische Psychologie gab, der ist dann leider aus Sachzwängen wegen der ganzen Streichung. Sehe ich anders. Siehst du anders? Hm. Das ist ein eigener Fehler, selbstgemachter Fehler. Das war damals so, dass klar war, nachdem auch Studierende mit dem Wissenschaftssenator gesprochen hatten, dass es eine Schulenausschreibung geben sollte, also sozusagen kein Fach, sondern Schulenausschreibung kritische Psychologie, dass es aber keine Ausberufung geben würde. Trotz Hausberufung heißt keine Leute, die sonst aus derselben Uni kommen. Die so an derselben Universität habilitiert haben. Das ist der. Trotzdem haben das aber Leute gemacht, ich nicht. Und dann gab es jedenfalls eine Liste, wo dann zwei Hausberufungen drauf waren und eine Nicht-Hausberufung. Und dann hat der Senator gesagt, das ist aber schade, das ist aber sehr, sehr schade. Jetzt habe ich ja gar keine Wahl mehr. Und ich muss aber eine Wahl haben, weil, also hatte keine Wahl, weil zwei Leute konnte er nicht berufen, weil die ausberufen waren. Und dann war es leider vorbei. Und das meine ich, das konnte man wissen und das hätte man anders machen können. Ja, man hätte ja nochmal ausschreiben können. Hat doch relativ präzise Vorstellung, wie es hätte aussehen sollen. Ja, und dann schließlich hatte ja Rainer Seidel da seinen Prozess gewonnen, kriegt eine Gastprofessur und dann gesagt, dann kann ja dann die kritische Psychologie mitvertreten und dann war es der war aber auch eine Ausberufung.
Also nicht Hausberuf, also das Prinzip der Hausberufung wird, also Hausberufung heißt, wer an derselben Uni vor allem sich habilitiert hat, kann da nicht hinkommen, weil dann die Kuschelrunden sind und es muss noch jemand extern im Grunde die Qualifikation haben. Das ist der Sinn des Hausberufungsverbots, dass die Leute woanders hinkommen. Deswegen gab es das, was man früher die sogenannten Flaschenleihverträge nannte, dass nämlich Habilitierte für 2 Jahre woanders eine kurze Stelle kriegten und dann wieder zurückkommen konnten, wurden dann von woanders her berufen. So, außerdem wird das Hausberufungsverbot immer dann besprochen, wenn es entsprechende Machtverhältnisse gibt. Nur es war vollkommen klar, dass es nicht, dass es bei uns das nicht geben würde. Wir haben keine, das war vollkommen klar, man hätte sich hier nicht bewerben dürfen, das muss man klar sagen. Und irgendwann bin ich persönlich, praktisch im Präsidialamt, habe ich denen gesagt, ich bewerbe mich nicht, weil die eine tierische Angst hatten, ich würde mich bewerben und dann gibt es studentischen Aufstand, wenn ich die Stelle nicht kriege. Also das waren alles so eine Auseinandersetzung, die damals eine Rolle spielten. Und insofern sage ich, das ist eine hausgemachte Frage. Also ob dann tatsächlich die Liste bedient worden wäre, auf der Ole Dreier beispielsweise Erster gewesen wäre aus Kopenhagen. Das kann man natürlich nicht wissen, aber es wäre jedenfalls wahrscheinlicher gewesen, wenn es nur 3 Leute gewesen, die anderen nenne ich es nicht, hätte ich auch gewusst, auf die Liste hätten kommen können. Waren sie aber nicht und es war eben dann eben diese Hausberufungsliste und dann war das eine Leichtigkeit für die, formal die Sache sterben zu lassen. Das war alles so weit gekommen, die ganzen Ausschreibungsnecks und so, der ganzen Scheiß, ich rede mal bei sich das alles bis in die Einzelheiten. Aber es ist dann letzten Endes da gescheitert. Aber es war auch eigentlich kaum möglich, 3 Qualifizierte. Ich will sie jetzt nicht nennen. Okay. Ja gut, okay. Gut, auf jeden Fall war das dann, wurden die beiden Institute zusammengelegt. Das gab viele Verhandlungen. Moos war da hauptsächlich beteiligt. Wir wollten also unser Studium nicht völlig aufgeben. Das ist dann auch, also zum Beispiel gab es in der Studienordnung, in der Prüfungsordnung oder in der Studienordnung empirische Praktika, die vom IFP als experimentelle interpretiert worden. Und es ging also darum, das aufzuheben, dass es nicht nur experimentelle Praktika, sondern dass da eben auch andere... Empirische Praktika sollte genau. Das heißen. Das war die es hieß empirische in dem... Ja, ja, aber die wollten das experimentelle machen. Ja, ja. Genau. Na, die hatten ja auch eine experimentelle und das wollten sie beibehalten. Also es gab da viele Auseinandersetzungen über die Inhalte, Scheinfrage und weiß ich was alles. Also, ja, also eine der Auseinandersetzungen war zum Beispiel mit der ersten Gestaltung des gemeinsamen Lehrplans, also des gemeinsamen Instituts Lehrplans. Da wollte einer aus der Sozialpsychologie, muss das jetzt nicht mit Namen nennen, der wollte verhindern, der wollte verhindern, dass ich dann sozusagen bestimmte Veranstaltungen in der Sozialpsychologie anbiete. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon habilitiert und so, also man kann da gerne reinreden, das sind ja formale Voraussetzungen, schon lange. Und der sagte, das sollte dann gestrichen werden, mein Lehrangebot. Und Das waren dann auch ein bisschen harte Auseinandersetzungen. Ich habe dem dann gesagt, also, dass ich mich weigere, das in dem Kreis zu verhandeln, sondern wenn die tatsächlich, oder wenn es tatsächlich dazu kommen würde, dass meine Veranstaltung gestrichen würde, dann würde ich sofort zum Verwaltungsgericht gehen und dann wäre die Sache innerhalb von ein paar Minuten entschieden. Weil die mir nicht vorschreiben können, was ich an Lehre mache. Und dann haben die nie mehr damit angefangen. Ja, aber es war der Versuch schon, zu einer erstaunlichen Gleichschaltung von Lehrer zu kommen. Ja. Mhm. Und das war in vielen Bereichen, es ging natürlich um die Verteilung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ja eben da diese Frage der sozusagen empirischen Praktika, überhaupt wie der Studienplan aussah, das war eine ziemlich harte Auseinandersetzung. Was vielleicht noch, sagen wir mal damals, ich will eine kleine Kontinuität noch herstellen, 1970, ist die Zeitschrift für Sozialpsychologie gegründet worden, also 1970 interessanterweise. Und das war damals, da waren die Gründungsherausgeber, waren Karl Friedrich Graumann, Phänomenologie, Klaus Holzkamp, kritische Psychologie, Hubertus Feger, Methodologie und Martin Irle, traditionelle Sozialpsychologie. Mit einem Editorial, wo drin stand, dass die Zeitschrift dazu dienen soll, den unterschiedlichen Strömungen in der Psychologie, die partiell durch die 4 Herausgeber repräsentiert sind, in dieser Zeitschrift zur Geltung und zu Wort kommen zu lassen. Das war ja schon bemerkenswert.
Die Zeitung hat das auch eine Zeit lang gemacht, das ist über längere Zeit hin eine ziemlich interessante Zeitschrift gewesen. Dann wurde es wieder mal ein bisschen anders, aber beispielsweise in den 80er Jahren, da waren die Auseinandersetzungen über die Begründungsmuster dann und sozusagen implikative und kontingente Strukturen in sozialpsychologischen Theorien, das war nochmal so ein Aufblühen dieser Auseinandersetzung. So, das nur als Vorspann zu dem, was damals in den Fusionsverhandlungen für Absichtserklärungen abgegeben wurden. Und das finde ich schon nochmal zitierenswert und ganz interessant, also bei der Zusammenlegung der Institute. Da hat der Präsident der FU am 1. Juli 1973 Folgendes von sich gegeben. Die Neugliederung berücksichtigt, dass auch das Fach Psychologie von Spannungen und Kontroversen zwischen theoretischen und methodologischen Paradigmen gekennzeichnet ist und seine wissenschaftliche Innovationskraft auch daraus bezieht. Aus diesem Grunde soll gewährleistet werden, dass die bisherigen Eigenheiten, die unterschiedlichen konfligierenden Positionen und Ansätze in den beiden bisherigen Instituten nicht eingeebnet, sondern im künftigen neuen institutionellen Rahmen bewahrt bleiben. Zitat Ende. Im Bericht der Landeshochschulstrukturkommission vom 24.06.92 wurde schon, Zitat, breite thematische und theoretische, das breite thematische und theoretische Spektrum der Berliner Psychologie als wissenschaftlicher Vorteil angesehen und ein plurales Verständnis der wissenschaftlichen Psychologie angemahnt. Und im Positionspapier der Freien Universität für die Landeshochschulstrukturkommission zur Vorbereitung eines Hochschulstrukturplans des Landes Berlin, das der Akademische Senat der FU am 21.10. zustimmend zur Kenntnis nahm, wurde die Notwendigkeit der Wahrung der fachlichen Pluralität hervorgehoben. Das waren alles die begleitenden Erklärungen zu den Fusionsverhandlungen. Dass davon nichts übrig geblieben ist, kann man ja mittlerweile sehr gut beobachten. Das war natürlich auch dadurch möglich, dass der Plan auch war, ihr habt ja eben auch schon gesagt, mit dem Runterfahren der, der Zahlen der Leute, weil es eben auch mehr Institute in der Stadt gab jetzt durch die Wiedervereinigung, dass es von 25 Professoren auf 13 bis 9 ungefähr zurückgehen sollte. Und das war natürlich auch eine Zeit, wo viele der Leute, die in den 60er Jahren berufen worden waren, allmählich Pensionäre waren. So dass diese Frage gestellt oder zum Teil auch in den Vorwurf gekleidet, wieso habt ihr keinen Nachwuchs da erzeugt. Dazu muss man sagen, dass in der Zeit des Psychologischen Instituts, bei den neuen Stellenbesetzungen, in keinem einzigen Fall die Liste des Instituts bedient worden ist. Man muss ja immer 3 Leute bringen und in allen Fällen sind andere Leute berufen worden, als das Institut vorgeschlagen hat. Das hat natürlich schon mal zu einer ziemlichen Profilveränderung geführt. Und das andere ist, dass jedenfalls in der bundesdeutschen Psychologie das so ist, dass die Institute sich in sehr, sehr starkem Maße methodologisch orientieren, wie auch die Psychologie sich ja sehr stark methodologisch orientiert, im Unterschied, also definiert, versteht, im Unterschied etwa zur Soziologie oder Erziehungswissenschaft, da sind viel mehr so inhaltliche Konzeptionen von Bedeutung, dass da sozusagen für unser einen kein Bein auf den Boden zu kriegen ist. Das ist, muss man in aller Klarheit so sehen, wo es Möglichkeiten gibt. Das sind Fachhochschulen oder Hochschulen, wie sie heute heißen, weil da größere Spielräume sind und wo auch Leute sind, die entweder dezidiert als kritische Psychologen und Psychologinnen da auch Stellen kriegen oder Leute, die auf eine andere Weise, sagen wir, ein kritisches Profil haben, sich zum Teil aber nicht ausschließlich, aber auch auf die kritische Psychologie beziehen. Da ist das schon anders. Also wenn man die Lise-Salomon-Hochschule anguckt, da kriegen unsere Leute auch, sag ich jetzt mal, pauschal Lehraufträge. Es gibt jetzt 3 Leute, die beispielsweise bei mir promoviert haben, auch Professoren geworden sind und so. An Fachhochschulen, das muss man sehen, da funktioniert das schon, aber eben nicht an Universitäten. Und das ist, glaube ich, schon eine gewisse Art von Abschottungspolitik. Auch dafür sorgen, dass keiner der kritische Psychologe ist. Das ist eine Art von Fachspezifik. Ja. Ja. Optimismus.
Also Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens, als Gramsci. Da muss ich aber so ein bisschen gucken. Also ich denke mir das immer so, ne? Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also ich bin zwar von den Leuten, die da damals dabei waren, bin ich so ziemlich der Jüngste, aber nicht, bin ja doch ganz schön alt. Aber wenn ich zurückdenke, wer hätte vor, also als ich angefangen habe zu studieren 1966 gedacht, dass es die Studentenbewegung gäbe, keiner hätte das gedacht. So, und wer weiß, was in 4 Jahren los ist. Also insofern denke ich mir, also man kann jetzt nicht sozusagen die Stimmungsfrage betreiben, da wird schon alles prima und alles wunderbar, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, gehe davon aus, dass die bürgerliche Gesellschaft ein unerschöpfliches Reservoir von Widersprüchen ist, die dann irgendwann zum Knallen kommen und wo es dann vielleicht auch wieder Veränderungen gibt. So, und sagen wir gerade so eine Sache, also ich mache es jetzt weniger, aber ich bin eine Zeit lang, wie ich dauernd rumgereist an verschiedenen Unis, mit verschiedenen Fachhochschulen, war immer wieder erstens überrascht, wie wenig Ahnung die von alternativer Wissenschaft hatten, bis hin zu einfachen, sagen, qualitativen Methoden. Aber auch immer wieder überrascht, dass es Leute gab, die dann so eine Veranstaltung machen, die das vorbereiten, die Arbeitskreise hatten und sonst wie. Und dann auch immer wieder Möglichkeiten gewann, sozusagen zumindest mit dem Mittelbau, da also irgendwie zusammen irgendwelche Sachen zu machen und mehr als da am Ball zu bleiben und das zu versuchen, und da anzusetzen, wo eben auch die Probleme sind. Im Studium weiß ich nicht, aber ja, ob das erfolgreich ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur das, was ich immer versuchen muss. Ja. Die kritische Psychologie existiert jetzt ferienmäßig, aber nicht universitär. Ich war an der FU, ja. An der FU, ja. Ferienunis sind vielleicht so einer der Punkte, wo man die so ein bisschen kennenlernt, wo verschiedene Perspektiven auch sind. Wo man dann noch diese Art von Möglichkeiten vielleicht entwickeln kann. Nicht nur in der Uni, sondern eben auch in der sonstigen Psychologie. Ja, war dann der Holzkopf gefilmt worden. Ja. Das ist auch noch der sogenannte Villa Kunterbund. Hier sitzen die Sozialpädagogen drin und die haben so eine Anleihe bei Pippi Langstrumpf. Und ich sagte gerade, also am Anfang war die ganze FU ja in solchen Wellen. Ne? Also es gab ja kein richtiges Gebäude, bis dann der Henry-Ford-Bau gebaut wurde und Gold, ach nicht Gold, Rost. Rostlaube. Wisst ihr, warum die Rostlaube? Rostlaube? Die und in die Rostlaube 78. 78. Wir machen jetzt also den 78er dann nach und ich will euch dann noch mal zeigen, wo wir angekommen sind. Wo ich schon gefragt habe, ob ihr wisst, warum die Rostlaube Rostlaube hieß. Nein, die war ursprünglich verkleidet mit Eisenplatten, die einen Schutzrost entwickeln sollten. Rost haben sie auch entwickelt, aber mit Schutz, sodass es sehr durchlässig wurde. Und die sind dann ersetzt worden durch diese, weiß ich, was das für ein Metallplatten ist. Zweiter Bauabschnitt wurde dann Silberlaube genannt, weil sie da eben den Rost schon vermieden haben. Und diese soll jetzt hier Holzlaube heißen, habe ich gehört. Ah ja, das passt dir dann auch. Ja. Das ist der dritte Bauabschnitt. Ich denke, die werden bisher noch fertig werden, damit hier der Lektik so ein bisschen. Ja, also der Entwurf des Ganzen ist von einem Straßenteppich namens Candilis, wurde dann auch Candilis-Teppich genannt. Und es geht der Witz um, dass er einen Preis kriegen sollte für diesen Bau. Aber er hat ihn nicht gekriegt, weil er den Raum nicht gefunden hat. Es gibt auch so ein paar Sonderräume, die man vorfindet. Es gab auch Bestrebungen, die Silberlaube und Rostlaube abzureißen. Von dem, wie hieß denn der, während des Unimut-Streiks. Das war 89, ne? Der letzte große, wirklich große Streik. Da wollten sie die abreißen? Ja. Stattdessen haben sie dann nur die Türgriffe abgeschraubt, das zeige ich euch auch gleich. Thank you.
während des Unimutstreiks 1989 haben die Studenten dieses Haus verbarrikadiert, indem sie durch alle diese Griffe, wenn die innen waren, einfach so einen Tisch durchgeschoben haben. Daraufhin wurden diese Griffe, ich wundere mich gerade, weil die sind hier falsch rum dran, weil man könnte das ja von innen verbarrikadieren, ne? Daran wurden von allen Türen der eine Griff abgeschraubt, ne? Ganzen Haus. Aber hier wäre es auch noch gegangen. Hätte man auch noch zumachen können. Vielleicht sind sie auch zum Teil wieder dran, ich weiß es nicht. Also es war jedenfalls so, dass man nichts mehr verbarrikadieren konnte. Also jetzt kommen wir ins eigentliche PI nach dem Umzug. Und hier seht ihr deutlich, ne, dass man es nicht mehr verbarrikadieren kann. Das war hier sozusagen der neue Mittelpunkt, der dem Foyer drüben von der Funktion her entsprach. Hier geht zu, dass das nicht ganz so... Wir haben zwar hier auch eine Terrasse, aber das ist auch kein Garten. Und so richtig aufhalten kann man sich hier nicht. Das war die Teeküche für die Mitarbeiter. Und in Streikzeiten haben Studenten da die Volksküche eröffnet. Stand hier auch überall dran, das ist jetzt alles gestrichen, weil das jetzt alles ordentlich ist. Hier kommt jemand raus. Alle auf Sie gewartet. Ein Spaßmacher, wie hieß der denn noch, der diese Zeitschrift Kalaschnikow herausgegeben hat, hat dann die Straße da hinten den antistatistischen Schutzwall genannt. Weil ab da fing das IFP an, das heißt, wir gezogen. Mit dem Umzug 78 wieder zusammen unter ein Dach. Aber eben mit schön abgegrenzt mit dem antistatistischen Schlüssel. Ja, also abgegrenzt ist eigentlich nur durch die Schlüsselsysteme. Also bis jetzt haben wir alle Transponder, seit ungefähr einem Jahr haben wir diese Transponder. Und davor gab es also Schlüsselsystem PI und Schlüsselsystem IFP immer noch. Da konnte man noch erkennen, welcher Raum und welcher Mensch wohin gehörte. Ansonsten, dann hier weiß ich es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hier saß Holzkamp ursprünglich, da saß Ute Osterkamp. Da saß ich. Da war sie nicht. Und es ging eben immer so weiter. Und die waren immer brechend voll, die Seminare. Also aus meiner Perspektive, ja. Zweimal haben sie nicht reingepasst, obwohl ich den größten Raum unten hatte mit diesen KL 135 gegenüber von der Bibliothek. Ja. Und ich kam nicht mehr rein in den Raum und sie hingen in Trauben vor allen Fenstern in allen Türen. Und ich sagte, Leute, ich mache die Tür zu und eine Dreiviertelstunde gehen die raus und der andere kommt rein. Und einmal, das war noch witziger, haben die Studenten, passten auch wieder nicht rein und dann sagten sie, Herr Brauns ist in Klausel 2, den braucht er nicht, der ist zu groß. Marschierten los, irrten sich aber in der Tür und landeten im Hörsaal 1. Und ich bin nur hinterhergelaufen, das waren nur ungefähr 200 Studenten, ne, die da. Und kam als Letzte und dann sagte die Lehrende, fragt immer, wann kommt denn hier euer weiß nicht was, ne, euer Prof oder so. Ne? Und dann, als ich kam, hat die mich angeschnauzt und gesagt, was kann ich denn dafür? Ich glaube, ihn ja nur in diesem Himmel weggelaufen. Und dann haben sie uns hier alles weggenommen. Hier sitzt kein Psychologe mehr. Ne? Ja. Das war auch Absicht, das wirklich endgültig zu zerschlagen. Ne? Ja. Das in alle Richtungen zu verteilen. Und Ute saß da vorne und Klaus Holzkamp wollten, war der Ansatz? Die waren beide da. Beide. Ich glaube, der ist dann noch um. Also Ute war mir gegenüber und Klaus Holzkamp war eins davor, also auf der anderen Seite von der Tür. Ist dann aber mit zu ihr gezogen, weil wir zunehmend auch Raumnot hatten dann. Ne? Mhm. Und er ja eigentlich nicht hier gearbeitet hat. Der war kein Mensch, der sich hier rumtritt. Der kam zu seinen Lehrveranstaltungen. Ja, jetzt kann ich euch, wenn ihr wollt, wieder runterführen, weil hier ist wirklich nichts weiter zu sehen als das. Im ursprünglichen PI-Bereich gibt es keinen einzigen Psychologen mehr. Das ist alles verscherbelt worden. Gut, da habt ihr euren Infopoint. Sonst noch Fragen? Danke.
Gern geschehen, es hat mir Spaß gemacht. Ich mache das gerne.